Liebe Parteifreunde, seit Beginn der Legislaturperiode setze ich als verteidigungspolitischer Sprecher und Obmann im Verteidigungsausschuss meine Erfahrung aus 44 Berufsjahren als Offizier und Unternehmer für unsere Bundestagsfraktion ein. Mit Unterstützung meiner Kollegen ist es gelungen, die AfD in der Verteidigungspolitik als feste Größe zu etablieren. Nicht ohne Grund warnte Friedrich Merz im Sommer 2019, wir verlieren Teile der Bundeswehr an die AfD. Ja, Herr Merz, so ist es. Und so muss es weitergehen. Eine 15-jährige Abfolge von CDU-Verteidigungsministern hat das Selbstverständnis und die Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr nahezu zerstört. Ohne die AfD wird es keinen Wiederaufbau der deutschen Sicherheitsarchitektur geben. Ende 2018 habe ich die Einsetzung des Untersuchungsausschusses Berateraffäre von der Leyen forciert, mit dem wir das Versagen der Bundesregierung offengelegt haben. Neben der wöchentlichen Ausschuss- und Plenararbeit habe ich mit inzwischen 40 Reden im Deutschen Bundestag und einer hochwertigen Filmdokumentation mit dem Titel Die Bundeswehrmisere meinen Teil dazu beigetragen, dass unsere AfD auf dem Gebiet der Verteidigungspolitik als seriöse und kompetente Stimme wahrgenommen wird. Seit Oktober 2019 bin ich zudem Landessprecher der AfD in Nordrhein-Westfalen. In diesem Amt habe ich den Ausbau einer funktionierenden Parteistruktur vorangebracht, mich aber vor allem für eine klare politische Positionierung eingesetzt. Wir sind keine zweite CDU. Wir sind eine Rechtsstaatspartei und stehen fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die sich bereits jetzt klar abzeichnenden sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen der kommenden Monate werden viele Bürger wieder verstärkt nach einer politischen Alternative Ausschau halten lassen. Darin liegt unsere große Chance für gute Wahlergebnisse. Dies setzt jedoch voraus, dass wir dem Wähler ein Personalangebot machen, das hinsichtlich fachlicher Kompetenz und persönlicher Integrität unangreifbar ist. Ich will weiterhin innerhalb unserer AfD mit aller Kraft Politik für Deutschland gestalten. Deshalb bewerbe ich mich als Ihr Spitzenkandidat der AfD NRW für die kommende Bundestagswahl.